Ja, Vitamine, du musst uns retten vor den bösen Mutantenbossen. Die könnten jede Sekunde ausbrechen. Was? Böse Mutantenbosse? Aber natürlich werde ich euch helfen, Villager. Keine Sorge, ich bin jederzeit für euch da. Ich werde diese bösen Mutanten aufhalten. Ja, wir haben dir alles in die Kiste gemacht, was du brauchst. Bitte bau für uns was. Bitte, bitte, bitte. Aber natürlich, ich und meine Freunde werden jetzt was gemeinsam bauen. Und hey, Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super, super, super freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wie ihr gehört habt, Freunde, müssen wir den Villagern helfen. Wir sind im Game-Mode, können also fliegen und uns Items geben. Aber guckt euch mal diese Mutanten an. Diese Mutanten werden uns gleich angreifen. Also eher gesagt, die Villager. Und wir werden uns heute ein Schloss bauen. Also ein Schloss, hoffentlich hält das Schloss, sagen wir mal, gegen die Mutanten. Und ich würde sagen, ich beginne mal gleich. So, ich kann danach auch noch ein paar Ritter spawnen, also von den Leuten hier. Die werden mir nachher beim Kampf helfen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal direkt an. Und als erstes bauen wir hier eine richtig sichere Stahltür. Damit kommen die hoffentlich, also die bösen Mutanten, nicht so leicht heraus. So, ich mach mal hier Lava noch rein. Und in der Hoffnung, dass die dann hier reinfallen. Weil, Freunde, schaut euch mal diese Mutanten an. Einmal so ein Creeper, einmal ein Skelett, ein Zombie und ein Enderman. Also mit den Leuten ist überhaupt nicht zu spaßen. Und deshalb werden wir uns mal schnell hier was bauen. So, wir werden nochmal kurz so den Boden einfach machen. Schade, dass eigentlich nicht mein bester Freund, der Sandy, dabei ist. Aber ich glaube, Freunde, das schaffen wir auch gemeinsam gegen diese böse Mutantenarmee. So, 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 alles schön weiterbauen. Aber Freunde, ihr könnt auch gerne mal in meinem Merch gucken. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort gibt es jetzt richtig, richtig coole Rainbow-Sachen. Also von unseren Rainbow-Videos gibt es jetzt auch Merchandise. Schaut da gerne mal vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und zu jeder Bestellung gibt es auch bald eine handsignierte Rainbow-Autogrammkarte. Nicht verpassen. So, aber wir haben gesagt, wir bauen unsere Ritterburg. Ich baue die mal. Genau, nicht so kastenförmig. Wir müssen so ein bisschen, genau, was Neues machen. So, wir müssen mal gucken, dass wir das auch ein bisschen symmetrisch bauen, Freunde. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Denn die Burg muss ja auch standhalten, Freunde. Oh, ich habe ein bisschen jetzt allerdings Angst vor diesen Mutanten, weil die sehen echt gruselig aus. Aber ich denke, wenn wir eine dicke, dicke Wand bauen, wir machen die mal hier so, zack, an den Wänden. Auf jeden Fall doppelt so stark. Und ihr kennt es, Creeper können explodieren, Freunde. Die haben mega, mega krass Kraft. So, wir machen, wo machen wir die Fenster hin? Oh, es ist echt so schwer hier. So, hier hinten würde ich sagen, machen wir Stopp. Und das heißt, wir haben einfach eine eigene Diamantburg. So, einfach weiter nach oben. Wir verstärken auch die Wände. So, wir haben jetzt einfach hier hinten, so machen wir so einen Turm hin. Genau, genau. Hier können die dann hochlaufen. Wir müssen auf jeden Fall alles sichern. So, dann können die hier, genau, hier hochlaufen. Das machen wir hier drüben auch. So zwei riesigen Türme, wo die Ritter dann von oben schießen können. Oh, ich weiß noch nicht so ganz genau. Wir haben auch ein Skelett. Ein Skelett, ihr wisst ja, schießt mit Pfeilen und Bogen. Ich meine, wir helfen nachher den Villagern. Aber die sind echt stark. Also, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob wir das überleben werden. Aber so langsam merkt man, dass es eine Burg wird. Könnten eigentlich noch ein bisschen Lava. Ich würde sagen, nee, die Lava reicht erstmal nicht, dass wir noch da selber reinfallen. So, hier hinten kommt ein riesiges Glasfenster. Das liebe ich sowas. So riesige Glasfenster sind auch vor allen Dingen immer was Geiles. Also, ich finde die ultra geil. Dann kann man so ein bisschen auch was sehen. So, hier oben machen wir jetzt die nächste Etage. Beziehungsweise, wir machen eine Burg. Muss ja ein bisschen höher sein. Und der König muss ja auch sehr, sehr gut geschützt sein, nicht, Freunde? Hier oben bauen wir einfach nochmal so eigene kleine Häuser. So, ihr werdet sehen, ich werde hier so, also was wir jetzt bauen, Freunde, werden wir den König reinpacken. So, das wird der Königsraum. Wir machen mal schnell hier hoch, weil der König, Freunde, darf uns auf jeden Fall niemals versterben. Der König ist das Wichtigste in einer ganzen weiten Burg. So, wir machen, ja, so, wir machen jetzt auch noch eine Tür rein. Was kriegt der? Der kriegt eine Eisentür, eine Stahltür natürlich. So, wichtig. Und einen Hebel, damit man auch jederzeit rein und rausgehen kann. Hat er hier so sein Büro, seinen Bürostuhl hat er auch noch hier. Ich meine, die machen zwar nicht viel, aber so, wichtig ist es erstmal, dass unser König gut geschützt ist. So, das ist gut. Hier oben könnten wir ja dann so einen Aussichtsturm bauen. Zack, zack, zack. Genau, Freunde. Ja, okay, haut nicht ganz hin, aber so machen wir das. Gefällt mir mega gut. Machen wir alles durchgezogen, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, wie die drauf sind. So, hier oben sieht cool aus. Okay, wir machen noch Kanonen hier hin, Freunde. Aber ob die Kanonen was wirklich
helfen werden, beziehungsweise ob die was machen gegen die Monsterarmee dort, kann ich nicht sagen. So, Heu braucht man. Man braucht ja immer Heu. So, Freunde, den Eingang mache ich zu, weil der bringt uns ja nichts. Hier nur noch Leitern hin. Und ich muss sagen, mir gefällt meine Burg schon mega gut. Also, wir sind noch lange nicht fertig, Freunde. Aber hier oben können dann ein paar Ritter stehen und mit Bogen runterschießen. Oder wir mit den Waffen. Hier unten werden wir noch was machen. Wir werden auf jeden Fall, wenn man hier reinkommt, Teppich machen. So, dass das alles ein bisschen königlicher aussieht. Nicht vergessen, Kronleuchter, Tische oder nein, warte mal, wir machen normalerweise, haben die doch überkrasse Sachen, so Fässer und so, ne? Ja, Freunde, übel geil. So, viele Fässer, viele Karotten, wo man den Winter auch überleben kann. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen Ritter natürlich. Ritter dürfen auf keine Burg fehlen. Also, wenn man jetzt hier so reinkommt, also ich würde euch in Acht nehmen, so. Nehmt euch in Acht, ihr bösen Monster. Wenn man hier so reinkommt, dann sieht man schon, dass das mega geil hier aussieht. So, ich kann das mal wegmachen. Stimmt, Freunde, wir werden hier noch so ein paar Spikes bauen. Also keine Spikes direkt, aber hier so, falls die springen können. Weil wir wissen ja, die können leider auch springen, ja. Bauen wir hier noch so ein paar Zäune hin oder so auch immer, dass die abrutschen. Ist mir auch ganz egal. Hauptsache, die greifen uns nicht an. So, und ich würde sagen, Freunde, wir sind ausgestattet. Das ist unsere Burg. Und ich wette, die wird es aushalten gegen diese Monsterarmee. Also gegen das Skelett, gegen den Creeper, gegen den Enderman und den Zombie. Also ich denke, wir werden jetzt nochmal kurz alles ausrüsten hier. So, Freunde, ihr habt zweimal den Ritter. So, hier kommt ein Ritter hin, würde ich sagen. Da kommt ein Ritter. Lauft aber bitte nicht ins Feuer, okay? Also das ist meine Ritterarmee. Die Ritter werden auch angreifen, falls es soweit kommt. So, dann die normalen Villager sind dann so hier oben, Freunde. Ist ja logisch. So, ein paar Ritter noch. Und dann kommt natürlich, also hier auch noch ein paar Ritter. Und dann kommt der königliche König rein. Was brennst du? Ah, Hilfe! Das ist der königliche König. Ich hoffe, der bleibt unversehrt. Also es kann sein, dass einige von hier nicht mehr unter uns danach sind. Aber ich glaube, dass die meisten hier sind. Also Freunde, schreibt mal eine 1 in die Kommentare, wenn du auch dagegen bist. Gegen diese bösen Monster. Dann schreibst du eine 1 in die Kommentare. Und wenn du denkst, dass ihr bösen Monster gewinnt, dann schreibst du eine 2 in die Kommentare. Und wenn auch du mit mir gegen die bösen Monster gewinnen willst, dann lässt du jetzt noch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ich habe mich auch schon ausgerüstet und bin bereit, gegen diese bösen Monster dort zu kämpfen. Und seid ihr es auch? Ja, juhu, ich bin bereit. Aber ich glaube, die sind ausgebrochen. Hilfe! Was? Die sind tatsächlich ausgebrochen. Oh mein Gott, kommt her, ihr Bösen. Wow, Alter, was ist denn hier los? Na, rennt um euer Leben, rennt um euer Leben. Oh mein Gott, wo sind die? Wo sind die Monster? Die werden gerade angegriffen. Die Monster greifen die Base an. Es sind zwei Monster hier. Wo sind die anderen? Da ist eins. Ich darf nicht runtergeschubst werden, Freunde. So, okay, wir müssen aufpassen. Oh mein Gott, der Creeper macht die ganze Base kaputt, oder? Macht... wo ist der Creeper hin? Wir müssen... So, wir gehen mal... Oh nein, der Creeper macht da alles kaputt. Oh, oh. Was? Hier ist neben mir ein riesiger Zombie. Hier ist der Zombie. Wir müssen erstmal auf einen gehen, Freunde. Oh, die sind so... Oh mein Gott, der macht die ganze Base kaputt. Okay, wir gehen jetzt nur erstmal auf den Zombie-Mutanten hier. So, ich hoffe natürlich, den kriegen wir als erstes. Oh, da ist noch ein Villager. Es haben nicht viele Villager überlebt. Was? Wie viel Leben haben die denn? Ja, rennt um euer Leben. Ich muss nochmal nach oben gehen. So, wir können ihn mal anbrennen. Oh, oh. Habt ihr gesehen? Da war der Creeper. Der Creeper ist, glaube ich, mit einer der stärksten da von der Gegend. So, warte mal. Da ist der. So, der ist... Wow, Alter, was hat der... Der hat mir Gift gegeben. Okay, jeder hat anscheinend einen Spezialeffekt von denen. Wow, ich fliege immer 10.000 Meter hoch. Ich gehe mal hier hoch. Ich greife die an, keine Sorge. Aua, aua. Ey, ihr könnt die gar nicht angreifen. Ihr seid echt noobig. Der schießt die ganze Zeit Pfeile nach oben. So, ich gehe jetzt mal, wie gesagt, nur auf diesen Mutanten-Zombie. Und ich sehe schon, so viel können die gar nicht zerstören. Die Diamant-Base ist doch echt zu stark für die. So, wo... Ah, da ist wieder einer. Okay, Freunde, wir müssen das taktisch angehen. So, wo ist der Mutant? Da, hier ist ein Mutant, aber den will ich nicht angreifen. So, oh, der Enderman, Alter, was? Wow, ey, lass mich in Ruhe, Enderman. So, habe ich den, warte mal, habe ich den Zombie schon besiegt? Ich glaube, Freunde, der Zombie ist besiegt. Und was macht denn der Diamant dort? Nein, die habe ich runtergeschossen. Nein, du musst mir helfen. Was? Nein, der Boss, also was heißt der Boss? Der Diamant
Villager ist einfach runtergegangen. Nein, warte mal. Diamant-Villager, hör auf! Ich knall schon die ganze Zeit drauf. Oh Mann, der Diamant-Villager hat wirklich gleich keine Chance mehr zu überleben. Wow, was geht denn hier ab, Freunde? Alter, alles ist kaputt. Ah, ich dachte schon, das wäre ein Villager. Ich habe anscheinend den Zombie echt schon erledigt. Und bitte nicht sterben. Bitte, bitte nicht, Freunde. So, wir heizen jetzt mal dieses Skelett ein. Und, boah, ich sehe überhaupt gar nichts mehr. Was? Alter, was geht denn hier ab, Freunde? Das, oh, die ganze Base geht kaputt. Hier ist irgendein, okay. Freunde, ich will gar nicht mehr nachfragen. Ich muss hier hochbauen. So, da ist einfach der Enderman. Okay, der hat keine Spezialfähigkeit. Der kann sich anscheinend nicht teleportieren. Aber, ey, guckt euch mal diese gruseligen Monster an. Wie groß vor allen Dingen und wie viel Leben die haben. Ich knall die ganze Zeit hier drauf mit der Waffe. Und anscheinend will der einfach nicht sterben. Was? Alter. Okay, mit Flammenwerfer noch. So. Yeah, super gemacht, Freunde. Okay, es geht weiter. Da unten. Okay, der Villager und nur noch der Creeper leben. Nur noch die beiden. Und ich muss sagen, der Creeper ist gefühlt der Stärkste. Der macht alles kaputt. Hier ist anscheinend eine unterirdische Höhle. So, warte. Mann, ich sehe gar nichts. Okay, ey, wartet ab. Ich werde euch schon kriegen. Du wirst uns niemals kriegen. Ihr habt unseren Villager-König wirklich erledigt. Na, wartet nur ab. Das werdet ihr bekommen dafür. Die Skelett hatten wir ja auch. So, komm, der hat nicht mehr viel Leben. Der kann nicht mehr viel haben. So, wow. Ey, der schubst uns hier hin und her. Aber, yeah. Wir haben es geschafft. Schnell, schnell, schnell raus hier. Oh mein Gott. Schnell haben wir noch. Ja, wir haben noch ein bisschen Erde. Schnell raus hier. Oh, bevor hier noch irgendwie welche Mutanten kommen. Alter, wir gucken uns nochmal die Base an. Die Base hat echt viel Schaden erlitten von den Mutanten. Und schaut euch mal die Welt an. Was? Wir gucken mal nach oben. Wie viele Villager haben überlebt? Ich glaube, es waren nicht so viele, aber es sind ein paar. Einer. So, war hier noch ein zweiter. Der ist ja rausgerannt. Der Boss hat es nicht überlebt. Ist hier unten. Es hat wirklich tatsächlich nur noch ein Villager überlebt. Oh Mann, das müssen wir das nächste Mal besser machen. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr von den Mutanten sehen wollt mit mir, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich super doppelt freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.